Angriff auf Migrantenlager in Libyen. Dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens 35 Menschen getötet. Etwa 70 sollen verletzt worden sein. Das Lager befindet sich in Tadjoura, einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis. Die Angriffe erfolgten offenbar aus der Luft. In Libyen gibt es seit Monaten einen blutigen Machtkampf. Der abtrünnige General Haftar will mit seinen Truppen Tripolis erobern. Erst am Montag hatte er Angriffe auf die Hauptstadt angekündigt. Deshalb sei er auch für die Attacke auf das Migrantenlager verantwortlich, so die international anerkannte Regierung. Sie nannte den Angriff ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In dem Lager in Tadjoura sollen mehr als 600 Migranten untergebracht sein, aus vielen unterschiedlichen Ländern. Libyen spielt eine wichtige Rolle für Flüchtlinge in Afrika. Viele, die nach Europa wollen, versuchen dort, ihre Reise über das Mittelmeer zu starten.